Immer und immer wieder muss Hamburgs Tennishoffnung Carina Witthöft aufschlagen. Doch es handelt sich nicht um ein Spiel auf der WTA-Tour oder ein Punktspiel mit dem Club an der Alster. Der Grund? Ein Fotoshooting für die Olympiakampagne Road to Rio vom Team Hamburg. Es ist schön, da Teil von zu sein und da unterstützt zu werden und, sag ich mal, dieses Team Hamburg zu repräsentieren. Blitzlicht für die 20-Jährige nichts Neues. Wen wundert's? Hinter Carina liegt ein sportlich erfolgreiches 2015. Höhepunkt: das Erreichen der dritten Runde bei den Australian Open. Mittlerweile ist sie die 54 der Welt. Dieses Jahr muss ich sagen, das lief natürlich echt ganz gut. Klar habe ich noch weitere Ziele mir gesteckt, die ich erreichen möchte. Und ich bin damit natürlich auch noch nicht zufrieden, aber trotzdem muss ich sagen, dieses Jahr bisher habe ich schon einige Ziele erreicht, die ich mir vorgenommen habe. Und deshalb bin ich so weit, wie ich jetzt gekommen bin, mit 50 schon relativ zufrieden jetzt für diese Saison. Doch die Wendthorferin will noch weiter hinaus, steht ja auch erst am Anfang ihrer Profikarriere. Ich spreche nicht so gerne über genaue Ranglistenziele. Natürlich möchte ich mein Spiel verbessern und natürlich möchte ich in der Rangliste weiter steigen und mich da verbessern. Und ja, für die kommenden Turniere möchte ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit beim WTA-Turnier mal weiterkommen. Jetzt habe ich dieses Jahr nur 3 ITF-Turniere gewonnen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Doch nicht nur auf dem Platz macht sie eine gute Figur. Carina mit Spaß und Geduld beim Shooting dabei, bis das perfekte Bild schließlich im Kasten ist. Mir bringt das eigentlich Spaß. Ich meine, dadurch fällt ja nicht das Training weg, sag ich mal, sondern ich verschiebe das einfach ein bisschen nach hinten. Und ja, mir bringt das auf jeden Fall Spaß. Dass man von Carina Witthöft noch viel hören wird, wird nach dem Shooting deutlich. Kurz abgeschminkt, rauf auf den Platz, trainieren für die kommenden Turniere und möglicherweise für Rio 2016.